Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder einen kleinen Vlog. Also heute gibt es kein GTA und kein Tuning-Treffen. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute einfach mal mit. Der Schlonsi, der hat mich nämlich eingeladen zum lecker Schnitzel essen. Ja, und ich bin jetzt auf dem Weg zu ihm. Wie ihr sehen könnt, nicht im i30N. Heute bin ich mal mit dem City-Flitzer unterwegs hier, dem Clio. Und ja, also wie gesagt, ich fahre jetzt zum Schlonsi. Wir treffen uns noch kurz zum Einkaufen. Und danach wird er dann schön live vor mir oder für mich Schnitzel zubereiten. Also nicht hier Tiefkühlscheiße oder sowas. Ne? Nicht nur eben rein Fritteuse, 3-4 Minuten und fertig. Also der wird die selber panieren und ja. Da bin ich mal gespannt. Also ich denke, die könnten sehr lecker und sehr saftig werden. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und ja, wie ich in den letzten Streams schon gesagt habe oder angesprochen habe, habe ich ja eine Umfrage gemacht. Jetzt, wo ich die 500 Abos erreicht habe, habe ich mal gefragt, was ich denn verlosen soll. Und einige von euch haben natürlich geschrieben, Autogrammkarte. Also ich habe mir natürlich zwei, drei andere Sachen noch überlegt, aber da halt einige geschrieben haben, Autogrammkarte, finde ich ganz cool, habe ich mir gedacht, ich bestelle einfach mal ein paar und die sind heute angekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so sehen die aus. Ich finde die eigentlich ganz cool und die werde ich nachher auch im Stream zeigen vom Schlonsi. Ihr werdet das Video aber einen Tag später sehen, also ich werde den Stream jetzt nochmal einblenden. Und dann könnt ihr euch den Stream gerne auch nochmal angucken. Also wie gesagt, wir essen nicht nur Schnitzel oder so, ne? Wir machen auch abends bei ihm dann nochmal einen Stream. Und wie gesagt, ihr könnt euch im Nachgang dann nochmal heute angucken, wenn ihr wollt. Und ja, ich fahre jetzt erstmal weiter hier. Ne? Ein paar Minuten habe ich zu fahren, aber ist nicht allzu weit. So 10, ich sag mal 15 Minuten muss ich fahren. Puh, Leute, schweinewarm kann ich euch sagen. Da sind wir angekommen. Ich werde mir jetzt, glaube ich, noch einen rauchen, bis er da ist. Und ja, ich denke mal, der wird jetzt gleich jeden Augenblick da sein. Boah, alter Schwede. Die Suppe läuft. Alter, es hat warm heute. Geiler Ton, ne? So, Schlonsi hat gerade geschrieben, er ist schon da. Er weiß noch gar nicht, von wo ich jetzt komme. Der müsste irgendwo, müsste er um Ecke stehen hier. Er hat geschrieben, ich stehe vor Rewe. Da hat er schon den guten alten Einkaufswagen. Da ist er, der Schlonsi, der allerechte. Moin. Leute, sag mal hallo. Hallo Schlonsi. So, wir gehen jetzt erstmal rein. Schon sieht der guckt schon mal bei den Gewürzen, das ist schon mal geil. Hast du jetzt eingepackt? Peter Silie. Peter. Peter, seine Silie war das. Ne, tut gut, ist nichts für mich. Tut für mich nicht so gut. Ich mag nicht. So Leute, jetzt guckt doch mal an hier. Wir haben schon ordentlich was gekauft hier. Ne? Die Beute gemacht. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich, wir gucken noch ein paar Sekunden und dann gehen wir langsam Richtung Kasse. Und dann sind wir gleich beim Schlonsi in the Kitchen. Ich brauche noch Kroketten und Pommes frites. Kroketten und Pommes frites holen wir noch. Links. Andere links. Leute,
Der Schlonsi hat den Kofferraum vollgepackt. Ich gehe zu dem Kfz, also zu meinem. Und ja, dann fahren wir mal zum Schlonsi. Und dann bin ich echt gespannt, was er da so zaubert. So Leute, jetzt sind wir endlich beim Schlonsi daheim. Daheim ist daheim. Und ja, wir sind jetzt angekommen, haben gerade ja eingekauft, alle Zutaten. Und jetzt sind wir beim Schlonsi quasi live in the kitchen. Also ihr seid jetzt nicht live, aber ja, wir auch nicht. Aber ja, wir sind jetzt auf jeden Fall da und jetzt geht los. Da ist der Schlonsi. Da könnt ihr ihn sehen, der hat sich schon bewaffnet. Ja, moin, moin, moin. Schön hier mit der Schürze, aber uns auch nicht einsauen. Genau. Dann erzähl doch mal, was gibt denn heute? Was steht denn hier so auf der Speisekarte? Ja, ich habe ja den Kraft zum Schnitzel-Essen eingeladen. Ja. Da sage ich nie nein. Ja, Schnitzel ist Beste. Und ja, normalerweise macht man ja ein Wiener Schnitzel eigentlich aus Kalbfleisch. Aber ich persönlich finde aus dem Schweinefleisch besser. Finde ich geiler. Und darum haben wir schön Schweinefleisch aus der Oberschale geholt. Ne, das aber als Roulade schneiden lassen, also dass wir auch einen richtigen Lappen haben. Geil, ich. Ja, und ja, dazu machen wir gleich, wir panieren die dann. Und dann machen wir da noch eine Champignon-Rahmsoße zu. Und dazu haben wir dann hier Speck. Willst du das mal zeigen? Speck. Schön. Da geht's an den Speck. Ja, schön, vom Feinsten, gerade frisch geholt. Ja, Pilzen. Brauchen wir Pilz, Champignons, natürlich auch frisch, ne? Richtig, so wie das sein muss. Dann müssen wir hier noch Tomatenmark haben. Ne? Ich habe den Wein vergessen. Den hol ich mal hin, Sekunden. Naja, den hast du ja wieder selber reingezogen, ne? Das ist wieder alle gleich. Ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das so schmeckt. Also ich gehe davon aus, das wird à la carte. Ja, auf jeden Fall hier den Gut. Was steht da? Gutel. Keine Ahnung. Den auf jeden Fall. Der ist sehr gut zum Kochen im Übrigen. Trockener Weißwein aus Baden. Ja, und da werden wir das machen, dass wir erstmal den Speck würfeln, dann den Tomatenmark machen wir mit da rein, dann rösten wir das an und zum Schluss kommt dann ein bisschen Weißwein drauf, weil das zieht nochmal den Geschmack nochmal aus dem allen raus und dann wird das noch ein bisschen geiler. Okay. Peter haben wir auch hier, Silie. Da haben wir den Peter, seine Silie. Ja, der kommt dann ganz zum Schluss da rein, das ist so für die Farbe, ne, in der Soße. Ja. Damit das auch geil aussieht. Ja gut, ein bisschen Geschmack ist dann auch dabei, ne? Ja, da muss ja auch. Petersilie. Petersilie. Also schöne Küchen. Schöne Küche hat der Schlonsi übrigens, muss ich echt sagen. Sieht cool aus, auch mit der Beleuchtung hier und so. Richtig cool. Ich kann nicht sogar nach oben. Da, Adilette auf Ehre, so wie alle, so wie ich auch zu Hause. Adilette auf Ehre. Ich kann sogar noch umstellen. Ja. Umstellen kann er noch. Ja, okay. Was kannst du denn da umstellen? Moment, wo hatte ich den hingemacht? Hier nicht, da nicht. Moment, geht gleich los. Er sucht, ist er sucht. So, hier machen wir dann noch. Oh, so. Okay, also Farbe kann er noch umstellen, beziehungsweise... Zwischen, ich denke jetzt mal kaltweiß und warmweiß wahrscheinlich. Genau. So, ne? Sieht doch viel cooler aus. So. Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde das viel geiler. Das wirkt nicht so steril wie beim Arzt. Ne? Ja. Und die haben wir hier auch dann beleuchtet. Ne? Das ist dann auch ganz schön. Ah, die Gläser sind ein bisschen mau, die sind dann nur Spüle. Naja, aber das kann man dann hier auch noch so schön machen. Und dann ist das halt schön. Die gleiche Tasse habe ich auch zu Hause, die blaue. Toyo? Juhu. Ja, die habe ich mal vom Treffen gekriegt irgendwann. Ja, okay. Das war erstmal so der kleine, aber feine Start. Also Schlonsi hat mal kurz so ein kleines Setup hier gegeben. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ne? Ich würde sagen, was sind so die ersten Schritte? Erstmal wahrscheinlich panieren und so weiter. Erstmal Hände waschen. Thank you.
So, jetzt müssen wir die Pilzchen noch schneiden. Und da ist bei wichtig, dass die Pilzen schön dick geschnitten werden, weil ein Pilz besteht ja hauptsächlich auch noch sogar ein bisschen dicker. Aus Wasser? Aus Wasser. Und wenn wir die gleich anbraten. Dann habt ihr die Schrumpfpilze. Dann, genau, dann sind die nämlich viel, viel kleiner. Und wir wollen ja auch einen Pilz essen, ne? So sieht's aus, meine Freunde. Das ist richtig. So, jetzt kommen wir endlich zum interessanten Teil. Der wichtigste. Wichtigste, genau. Da gucken wir mal eben. Oh, das sollen Sie nicht sabbern. Das ist echt geiles Fleisch. Kein Fett, gar nichts dran. So muss das sein. Jetzt erklär mal den Leuten, warum du mit dem Plattending da drauf haust. Ja, ganz einfach. Wenn, ich weiß, viele Leute benutzen hier so einen Hammer. Ja. Ja, hier mit diesen spitzen. Zeig mal die Seite. Mit diesen spitzen Dingern. Genau. Ja. Und das Problem, was da dran ist, wir wollen ja gleich keine Schuhsohle haben. Wir wollen ja gleich schön zartes Fleisch haben. Genau. Also eine krosse Panade und zartes Fleisch. Wenn ich jetzt aber mit einem spitzen Gegenstand auf dem Fleisch rumhämmer, ja, dann beschädige ich hier die Fleischfasern. Und wenn ich das dann heiß mache in der Bratpfanne, ne, und das heiß brate, dann ist die ganze Flüssigkeit, die in dem Fleisch ist, weg und dann macht die Schuhsohle. Genau, bedeutet, Flüssigkeit geht flöten und das Ding ist einfach furztrocken. Genau, und deswegen, ne, hier mal schön, so dass das gar nicht beschädigt wird mit einer flachen Dings. Das ist hier so ein, wo man so einen Kuchen mit zum Beispiel, so wie man die jetzt Creme. Ja, die Creme so platt streicht. Und der ist ganz gut dafür, weil der halt aus komplett aus Alu ist. Ja. Und schön flach kann man damit da drauf kommen. Wie ihr sehen könnt, am besten so eine Folie nehmen oder so einen Frischhaltebeutel. Und wenn ihr dann drauf klopft, dann spritzt das nicht so rum. Und sie hat mich schön gekleckert. Ja, ganze Mehl, sag ich jetzt mal. Das ist die Spezialzutat. Mehl. So, schauen Sie, was ist das denn hier eigentlich? Das? Was ist das? Das Ei. Sag nochmal, ich habe nicht gehört. Eis. Ei. Und das so. Ist, sagen wir mal, Mehl. Mehl, genau. So, jetzt müssen wir Eis. Machst du dann Salz, Pfeffer oder? Ich sag jetzt mal, wenn ich paniere, mache ich im Ei ein bisschen Salz, Pfeffer, Marmel. Ja, ich mache anders bisschen. Bisschen? Ich mache Ei. Erstmal Eis. So. Jetzt brauchen wir einen Gabel und einen Scheren und ein. Bleibt, weil das soll eine homogene Masse sein. Ja, aber wir müssen den schön verrühren, genau. Weil nur das Eigelb und das Eiweiß genau ist richtig. Dann wie klebrig. Wird geil jetzt. Ja, und dann kommt gleich noch ein bisschen Tomatenmark da rein. Die Champignons, die haben wir schon vorher einmal angeröstet. So 2 Minuten. Einfach nur mit Butter. Ja, und dann geht das hier gleich weiter. Zum Schluss kommt noch ein bisschen Weißwein rein zum Ablöschen. Und ganz zum Schluss Petersilie und Sahne. Und Gemüsebrühe. So Leute, jetzt machen wir erstmal ein paar Pommes hier rein.
Zutat haben wir gerade. Schnitzel waren vom Feinsten. Die waren richtig bombastisch, aber die Soße war erstklassig. Also da muss ich nochmal höchsten Respekt an den Schlonsi aussprechen. Sahne, sage ich dir nur. Euch. So, ich bin erstmal raus. Jetzt sind wir gleich im Stream. Und den Stream werde ich dann, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, verlinken. Könnt ihr euch gerne angucken und dann könnt ihr euch gerne auch nochmal die Autogrammkarten reinziehen. Ich bin erstmal raus, oder vielmehr, wir sind erstmal raus. Ciao! Know a couple shooters that hit you on the block. In the janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.